Was könnte schöner sein, als Knoblauch aus dem eigenen Garten zu ernten? Ha, einfach. Viel eigenen Knoblauch zu ernten. Es ist mal wieder soweit, die Erntezeit des Knoblauchs steht kurz vor der Tür und wie jedes Jahr erreichen mich wieder massig Fragen von euch, kann ich meinen Knoblauch schon ernten? Und darüber sprechen wir heute, über die richtige Erntezeit, denn gerade in den letzten Wochen passiert unter der Erde noch so viel, dass man durchaus sagen kann, 20-30% Knollenwachstum passieren dann noch. Und wenn man zu früh erntet, dann passieren zwei Sachen. Das Offensichtliche, man hat weniger Ertrag, aber die Lagerfähigkeit des Knoblauchs, wenn der zu früh geerntet ist, ist wesentlich schlechter als ein Knoblauch, der zur richtigen Zeit geerntet wurde. Und auf die Lagerung bin ich hier natürlich bei diesen Mengen angewiesen. Es gibt ja so eine Faustregel, wenn 2/3 des Laubs gelb oder vertrocknet sind, dann ist der Knoblauch erntefertig, dann hat man eine gute Erntezeit. Aus meiner Erfahrung nach kann man das auch nicht immer sagen. Das ist wirklich von Sorte zu Sorte unterschiedlich und wir haben so eine Sorte wie den Sprint, den zeige ich euch gleich mal. Der ist schon ein bisschen früher fertig. Andere, die können auch komplett oben vertrocknet sein und die ganze Knoblauchzwiebel hier unterirdisch ist noch intakt. Also so eine Probeernte immer mal wieder, das macht auf jeden Fall Sinn. Und was ich jetzt auch häufiger gefragt wurde, nachdem ich gefragt habe, warum hast du bitte schon jetzt schon deinen Knoblauch geerntet, war ja, der war oberirdisch abgeknickt. Aber lasst ihn einfach abgeknickt sein. Entweder trocknet er dann langsam oder durch die Knickstelle geht trotzdem noch irgendwas nach unten. Ich würde umgeknickten Knoblauch nicht ernten, weil er einfach nur umgeknickt ist. Was anderes, und das sehe ich jetzt hier auch bei meinem Knoblauch so langsam, da bildet sich Knoblauchrost. Knoblauchrost ist ein Pilz. Das sind erst solche hellen Stellen, später so rote Punkte. Und wenn Knoblauchrost zu früh kommt, dann kann es sein, dass das Lauch abstirbt, lange bevor der Knoblauch unter der Erde die Größe erreicht hat, die wir haben wollen. Und dann bleibt einem im Großen und Ganzen nichts anderes übrig, als den Knoblauch so zu nehmen, wie er ist. Gegen Knoblauchrost kann man nicht viel machen. Ja, ich habe schon was gehört, man kann mit Natron spritzen, Backnatron. Deshalb sehe ich das mit Mischkulturen und Knoblauch immer ein bisschen kritisch, wenn es dann heißt, ja, Knoblauch mit Kohl und dazwischen. Das ist meiner Meinung nach nicht luftig genug. Hier geht wirklich gut der Wind durch und wenn es mal ein paar Tage regnet, dann trocknet der auch schnell wieder. Dann haben die Pilze auch nicht so eine Chance. Und wie gesagt, der Knoblauch steht jetzt kurz vor der Ernte, 2-3 Wochen. Und wenn der Pilz jetzt die Blätter kaputt macht, mir ehrlich gesagt egal. Hauptsache, dem unterirdischen Teil passiert nichts und das machen die Pilze halt nicht. Wir gehen aber jetzt mal eine Runde hier ernten und fangen mit dem Sprint an. Den Sprint, den habe ich schon Ende April und in den ersten Maiwochen geerntet, und zwar im Folientunnel. Das hat sich wirklich als sehr gute Idee herausgestellt. Ich meine, okay, der Sprint, sagt der Name vielleicht, ist eine super schnell wachsende Sorte, aber auch mit anderen Sorten funktioniert das. Einfach im Winter, also in den Herbst, in den Tunnel oder ins Gewächshaus pflanzen, so an den Rand, da stört er auch nicht. Und dann sehr früh schon ernten, und vom Timing war das total perfekt, weil er war aus dem Haus raus, bevor die Tomaten, die Paprikas und die Chilis reinkamen. Also erste Empfehlung, im Herbst nicht nur im Freiland, sondern auch im Tunnel, Gewächshaus, Knoblauch anbauen. Die ersten zwei Sorten, wo ich die Probeernten machen werde, das ist hier vorne, das ist der Messidor und dahinter der Garcuja. Bei dem Messidor ist noch was Besonderes, da habe ich ja dieses Experiment. Die vorderen Pflanzen sind gedüngt, die hinteren gar nicht. Einfach mal für euch, um euch zu zeigen, wie wichtig diese Düngung im Frühjahr ist. Den habe ich inzwischen zweimal gedüngt, auf die dritte habe ich verzichtet. Wenn ihr euch die Pflanzen mal anschaut, der hat zwar gelbe Blätter teilweise schon, aber wenn ihr euch das genau anschaut, das meiste ist noch grün. Der kann noch drin bleiben. Trotzdem fangen wir mal an mit dem Messidor. Hier unten trocknen schon die ersten Blätter, aber der Rest steht sehr gut hier. Der ist noch gut im Saft. Da würde auch noch gut was funktionieren. Trotzdem holen wir mal raus. Schon ganz ordentlich. Aber wie gesagt, der hätte noch drin bleiben können. Deshalb werde ich auch keine weiteren von der Sorte ernten.
Ich denke, der wird noch mal ein ganzes Stück größer. Und hier noch mal dieselbe Sorte in ungedüngt. Das ist jetzt mal offensichtlich, oder? Der Gakuya, der wächst hier. Dasselbe mit dem Lauch, eigentlich noch sehr schön. Und die Größe, super. Vor allen Dingen die Zehen haben eine sehr schöne Größe. Es gibt der Knoblauch, der hat viele kleine. Der scheint ein paar sehr große zu haben. Das hier ist die Sorte Germidor. Da sieht das Laub schon wesentlich gelber aus als bei dem anderen. Man weiß es nie. Vielleicht liegt es am Standort, vielleicht ist es ein bisschen früher. Schauen wir mal, wie es unter der Erde aussieht. Und ich schätze, auch damit kann ich sehr, sehr zufrieden sein. Gute Größe, hübsche Färbung. Das sind natürlich nur die äußeren Häute, aber egal. Und die Knoblauchzehen, die einzelnen, scheinen auch sehr groß zu sein, was die Verarbeitung in der Küche ja immer wesentlich einfacher macht. Jetzt kommt der Terrador. Das ist ja eigentlich eine der größten Sorten, die wir haben. Nur meine Pflanzen vom Terrador bereiten mir ein bisschen Sorge dieses Jahr. Ich habe noch keine Probe geerntet. Die sehen nicht so groß aus wie letztes Jahr. Da kann es sein, dass ich hier ein bisschen mit den Anbaupausen geschludert habe und sich das jetzt negativ auswirken wird, weil hier stand vor 2 Jahren Porree. Aber schauen wir mal. Ja, aber nee, der ist schon ganz okay. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt bedenke, dass der auch noch mal 10-20% größer wird, weil auch hier das Laub ja fast noch komplett in Ordnung aussieht. Ein bisschen gelb hier und da, aber das ist in Ordnung. Die einzelnen Knoblauchsorten sind geerntet und ich darf euch versprechen, hier riecht es gerade schon phänomenal. Und wenn ich mir die Sachen hier so anschaue, ja, das sieht wirklich nach einem guten Knoblauchjahr mal wieder aus. Und wenn ihr euch jetzt schon fragt, wo bekommen wir die Sorten her? Die meisten wissen es und viele von euch bauen ja auch schon die Sorten aus unserem Shop an. Ja, die wird es wieder im Oktober bei uns geben. Vorher Knoblauch anbieten macht keinen Sinn. Auch wir kriegen jetzt keinen Pflanzknoblauch, denn der muss noch geerntet, getrocknet, aufbearbeitet werden und so weiter und verpackt und so weiter. Also im Oktober gibt es den wieder. Da wird es dann auch ein oder zwei neue Sorten geben, die wir letztes Jahr nicht hatten. Zwiebeln ernten war ich jetzt auch mal. Und auch da hatte ich gesehen, hatte jemand alle Zwiebeln geerntet. Wir hatten auch ein bisschen in Instagram dann geschrieben darüber. Bei ihm war es wirklich nötig, weil er den Mehltau da dran hatte. Aber wenn ihr euch jetzt hier mal diese Zwiebeln anschaut, ich meine, die sollen mal so groß werden. Und wenn ihr die so erntet, da ist auch mit Trocknen nicht viel möglich. Die werden sich nicht so lange halten. Aber jetzt für den Frischverzehr macht das auf jeden Fall Sinn, sich schon mal ein, zwei zu holen. Weil von der Masse her habt ihr jetzt ungefähr so viel wie von der, weil ihr jetzt noch das ganze schöne Grün hier mitessen könnt. Und hört mal. So hört sich frisches Zwiebelgrün an, aber die kleinen Zwiebelchen, das ist eigentlich doch viel zu früh und zu schade dafür. Aber trotzdem, wenn man viele Zwiebeln hat, dann einfach jetzt ein paar rausernten. So frisch schmecken die nochmal ganz anders. Bei Zwiebeln darf das Lauch auch richtig vertrocknet sein. Schaut euch mal auf den Feldern an, wenn ihr irgendwo ein Zwiebelfeld habt von den Landwirten. Die lassen die Zwiebeln auch sehr, sehr lange da liegen. Und manchmal werden die sogar, wenn das Wetter mitspielt, auf dem Feld getrocknet. Also auch Zwiebeln nicht zu früh ernten. So, und hier nochmal der Vergleich. Knoblauch gedüngt. Das Video kennt ihr ja vielleicht. Sonst schaut es euch an oder schaut es euch im nächsten Frühjahr an. Und hier selbe Sorte, selber Pflanzzeitpunkt, ungedüngt. Und ich glaube, das hier spricht absolut für eine Düngung. Was mich jetzt interessiert, wie groß sind die Zehen jetzt schon und wie groß sind die Häute, die da drum sind, noch? Klar, mit der Zeit trocknet das, aber wenn man das zu früh erntet, dann bekommt man halt nicht die Zehengröße. Dann ist noch viel zu viel von diesen Häuten da drum. Kennt ihr ja von diesem frischen Knoblauch.
Und genauso ist das hier auch, aber die einzelnen Zehen bilden sich hier schon wirklich gut ab. Was ich jetzt einfach mal mache, ich nehme mir mein Lieblingsmesser hier und schneide das durch. Aber hier, wow, guckt euch das mal bitte schön an. Der Raum, den die Zehen einnehmen, ist fast 100%. Es folgt die nächste Sorte, ich denke, das war der Germidor. Die einzelnen Zehen bilden sich schon sehr schön ab. Und auch den schneide ich durch. Und ein sehr ähnliches Bild wie bei dem anderen. Wobei hier die Zwischenräume noch ein bisschen größer sind. Und auch bei der Außenhaut habe ich gemerkt, den kann ich problemlos 2 Wochen noch drin lassen. Was man nicht machen sollte, ist, man sollte ihn nicht zu lange drin lassen, denn wenn die Häute unter der Erde trocknen, rissig werden, aufreißen, dann erntet man nach einer Zeit nur einzelne Zehen. Das möchte man auch nicht. Auch das wirkt sich negativ auf die Lagerfähigkeit aus. Das, was ich jetzt gerade gesagt habe, das gilt hauptsächlich für Knoblauch, der im letzten Herbst gesteckt wurde, über Winter im Beet stand und jetzt viel früher erntereif ist als der Frühjahrsknoblauch, den ihr vielleicht erst im März gesteckt habt. Auch eine legitime Sache, zum Beispiel, wenn ihr gar nicht im Winter im Garten arbeiten wollt oder nur so einen Saisongarten habt, dann seid ihr natürlich auf solche Sorten angewiesen, auf so einen Frühjahrsknoblauch, und da habt ihr noch wirklich, ich würde sagen, bis August oder vielleicht bis September Zeit mit der Ernte. Aber ihr wisst ja jetzt, worauf ihr achten sollt. Also tut euch selber den Gefallen, erntet Knoblauch und Zwiebeln nicht zu früh. Ihr nehmt euch da eine ganze Menge weg und die standen ja doch wirklich lange genug im Beet, dass es da auf jedes Gramm oder jedes Kilo ankommt, was man da mehr ernten kann, indem man einfach nur noch mal 2 Wochen oder so wartet. Also kein Grund, jetzt schon so früh zu ernten. Und damit werden wir am Ende des Videos angelangt. Wie immer sage ich, hat es euch gefallen, gebt ihm doch bitte einen Daumen nach oben. Schreibt was in die Kommentare von euren Erfahrungen mit Knoblauch oder ob es da vielleicht bei euch Probleme gab. Und ja, falls noch nicht geschehen, abonniert sehr gerne diesen Kanal. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao. Ja, und ich darf mir jetzt überlegen, was ich mit denen hier mache. Und keine Angst, die kommen nicht auf den Kompost oder so. Die wandern jetzt sehr schnell in die Küche. Wenn sie es überhaupt bis dahin schaffen. Ah.